Als Glückwunsch an die Löwen, dass die so deutlich gewonnen haben. Aber ich denke, dass es verdient. Aber vielleicht konnten wir noch ein bisschen was machen, dass es nicht so hoch ist am Ende. Wir haben ein paar Verletzte. Dann, ich glaube, im Angriff ganz schlecht gespielt, zu viel verworfen und direkt bestraft danach. Also 25 Tore ist nicht so viel gegen die Löwen, aber unsere Angriffsleistung war ganz, ganz schlecht. Und da ist unser Problem und unsere Baustelle. Nach 20 Minuten stand es schon 11-3 für die Löwen. War das schon der Knackpunkt in diesem Spiel, deiner Meinung nach? Ich glaube schon, ja. Also wir haben versucht, zurückzukämpfen, aber dann war der Abstand zu hoch. Und dann bekommen die Löwen Selbstvertrauen und noch gute Parade von Stanic hinten. Technische Fehler von uns, direkt bestraft. Und dann war der Unterschied schon zu groß. Wir haben versucht, bis Ende zu kämpfen, aber heute war nicht unser bester Tag. Dafür wird es wichtig sein, dass am Samstag vielleicht ein guter Tag ist, dann geht es wieder zu Hause weiter, dort 2 Punkte einzufahren, oder? Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Also in Mannheim kann man verlieren. Ich bin nur enttäuscht, auf welche Art und Weise wir verloren haben. Aber jetzt müssen wir die richtige Antwort geben und am Samstag zu Hause gegen Bergische wichtige Punkte holen. Also für uns ist jedes Spiel und jeder Punkt Gold wert, weil es wird wieder eine ganz, ganz enge Saison bis zum Schluss. Und wir wollen mindestens zu Hause viele Punkte holen, wie es möglich ist. Wir haben uns vorgenommen, besser ein Spiel zu starten als gegen Magdeburg. Jetzt haben wir geschafft und haben auch eine sehr gute Abwehr gespielt. Jetzt hat uns natürlich auch leicht gemacht. Dago hat gefühlt heute 35 Bälle gehalten. Und ja, dadurch haben wir dann auch das Spiel relativ früh entschieden. Hatten dann wieder unsere typischen Aussetzer, sowohl in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Aber ja, ich denke, wenn man am Ende zu Hause mit 11 Toren gegen Göppingen gewinnt, dann kann man zufrieden sein. In Magdeburg war es die 3-3-Abwehr, die den Erfolg gebracht hat. Heute war es eine bisschen defensivere Variante. Ist es gut zu wissen, dass man so ein paar gute Varianten im Petto hat? Ja, für uns ist es natürlich gut, weil wir können uns dann auf den jeweiligen Gegner einstellen. Und falls die eine Abwehr mal nicht funktioniert, können wir eher den Spieler auch noch umstellen. Und bisher funktioniert es ganz gut und das machen wir immer vom Gegner abhängig und ja, wie wir selber auch drauf sind, welche Abwehr wir spielen. Jetzt hattet ihr das Heimspiel heute, jetzt stehen 2 Auswärtsaufgaben an gegen Bergischer HC und Hannover Burgdorf. War es nochmal wichtig, jetzt hier zu Hause Selbstbewusstsein zu tanken? Ja gut, wir haben schon im letzten Spiel in Magdeburg Selbstvertrauen getankt und haben heute natürlich nochmal eine Schippe draufgelegt, sowohl vorne als auch hinten. Und ja, jetzt geht es natürlich am Sonntag weiter in Hannover. Wir haben uns mit dem Sieg in Magdeburg eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen und da wollen wir jetzt dranbleiben und jetzt gilt es einfach in Hannover zu gewinnen am Sonntag. Ja, sicherlich war die Anfangsphase entscheidend. Wir konnten uns direkt absetzen, das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Göppingen so auch ein bisschen Schneid abgekauft und danach war es klar, dass es nicht so weitergehen könnte. Aber es war dann eigentlich, wir haben Spieler kontrolliert über 60 Minuten. Göppingen ist dann maximal, glaube ich, bis 6 Tore herangekommen. Aber trotzdem war es sicher nicht unsere beste Leistung im Angriff. Aber umso besser waren wir in der Deckung und hatten einen super Torhüter. Nach diesem Kampfsieg in Magdeburg war es ja wichtig, heute nochmal hier vor den eigenen Fans nachzulegen. Jedes Spiel ist wichtig in der Bundesliga und von dem her haben wir gewusst, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen müssen. Hatten auch schon die letzten Jahre ein bisschen, dass wir noch nach großen Punkten, sage ich mal, dass wir dann ein bisschen Einbruch hatten im nächsten Spiel und das war heute nicht der Fall und deswegen ist es umso wichtiger. Schauen wir nochmal auf dein Spezialgebiet, auf den Angriff. Was lief da deiner Meinung nach heute nicht so ideal? Ja, Göppingen hat es eigentlich relativ gut gemacht mit dieser offensiven Deckung. Haben uns dann zu wenig bewegt, zu wenig ohne Ball bewegt und sind dann in den Zweikämpfen waren wir nicht scharf genug, sage ich mal. Und deswegen sah es ein bisschen nach Stückwerk aus. Wenn man mit 11 Toren gewinnt, soll man nicht die Suppe oder das Haar in der Suppe suchen. Und von dem her werden wir es sicher anschauen, aber es lässt sich leichter analysieren, wenn man mit 11 Toren gewonnen hat.